Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Jo, 17:42 Uhr. Eben 43. Also gleich kommt die Horde. Dann kann ich mich schon mal voll essen. Voll trinken. Ja, in der Zwischenzeit offscreen habe ich ein bisschen Clay gesammelt. Und dann kam auch noch ein kleines Wanderhürdchen vorbei. Boah, ich wollte jetzt erstmal die Nachthorde denn mit aufzeichnen. Das war mir eigentlich das Wichtigste gewesen. Genau. Nee, so, das da. Ja, ich wollte ja eigentlich noch schnell eine Forge hinsetzen hier. Dann weiß ich auch nicht, was das hier sein soll. Das hätte ich nur. Ach, ein Regal ist das. Ah. So. Chip. So. Ja, dann kann ich nämlich schon die nächste Forge wieder ransetzen für Zement. Hier ist er schon. Ach du Junge. Nicht mehr dabei. Reicht nicht. Viel zu wenig. Holz zum Verbrennen. Das kann erstmal damit rein. Gut. So viel brauchen wir ja nicht mehr. So. 250 Pfeile sollten doch eigentlich schon von den Iron Arrows sollten doch eigentlich reichen. Ja, denke ich mal. So, dann kann man da drüben schon mal eine Chest mit hinsetzen. Ja. Kann ich da drüben noch ein bisschen den Mais weghacken. Was hat denn hier? Ja, die Horde kommt. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ist heute aber auch schon wieder ein Mini-Update gewesen. Haben sie das jetzt geändert hier schon? Mit dem. Viel besser haben sie es nicht gemacht, ja.
Achso, ja, nachher jetzt ja so oder so nur runter denn. Bisschen. Ich werde wahrscheinlich denn das so ein bisschen höher bauen dann noch. Ja, das ist ja. Dann kann ich jetzt eigentlich noch machen. Siehst du mal. Gut, Schwärms haben wir dabei, ein bisschen Holz haben wir dabei. Müssen wir ihn einmal hier so und davon noch eine. Jetzt klappt das mit dem Rausspringen noch schon viel, viel besser. So, und ja gut, wenn hier ein bisschen was runterfällt, das ist ja nun relativ egal, sag ich mal. Wenn man wirklich einen Großteil der Felder aberntet, dann habt ihr ja schon gesehen, wäre Stacks voll. Kann man ja ein bisschen draußen bleiben. Ist ja noch schönes Wetter. Ich würde sagen, da geht schon der Mond auf, aber da geht höchstens die Sonne unter.
So, und die Reihe noch dann auf der anderen Seite. Ja, komm her. Die andere Seite dann auch noch ein paar Reihen machen. Oh, da können wir richtig schön viel Alkohol herstellen, ey. Aber leider einen Bieger haben wir noch nicht, also. Ich habe ja leider die Chance verpasst, hier den mitzunehmen, aber naja. Ich will ja mal hoffen, dass er das nicht wieder. Bei einer 14.6 hat man die eigentlich sehr häufig gefunden. Aber Hauptsache, den Messschieber findet man, das ist eigentlich so das Wichtigste. Mit. Weil ohne Munition geht man dann wirklich danach vor der Hunde. Und das ist ja nicht schön. Früher rennen noch das alles auspacken, ja. Machen wir noch eine Reihe. Ach, eine Reihe können wir noch. Hier geht auch so langsam die Ausdauer zu nähern. Noch mal. Ja, gehen wir mal dahin. So, ja, mal ein bisschen was basteln. Nochmal schauen. Erstens, aus welcher Richtung sie kommen. Zweitens, wie das hier alles halten tut. Aber ich denke mal, dass jetzt. Ja, das ist die allererste, oder? Da sollte jetzt eigentlich nicht so viel passieren. Denke ich doch mal, oder? Da. Muss ich so oder so mal sehen, wenn ich das denn hier aufmache, dann. Müh, geht's ja hier auch schon wieder runter. Oh, naja.
so, so mal. Aber hier ist der 10. Tief. Ja, 10. Ist das 11? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nur nochmal 2 und dann bin ich schon mal 20, dann ist es schon. Dann ist ja schon die Hälfte geschafft, denn. Kann man hier noch schön kicken. Ja, wieso hängst du denn da so weit oben? Ah ja, warum hat nicht alle Strömung herum? Nee. Die äußeren Fackeln sind so hell. Das war aber die Bäumchen sind schon wieder gewachsen. Das war bestimmt der Wachstumsschub, was sich so angehört hatte. Oder da drüben ist wieder jemand in den Spikes drin gerannt oder gelaufen. So, voller Vorfreude jetzt auf die Horde. Was denn das denn? Brennt da das Haus oder? Oder reflektiert das da bloß so komisch? Und ich habe keinen Mond da. Ja, doch. Ah, hier sieht man das schon immer so hier. Da kommen sie doch hier wankelt. Kann man doch eigentlich da oben stehen, oder? Und die looten. Oder mal hier mal. Kann ich nicht looten. Oh. Das ist doch mal ein Mist, ja, oder? Braucht der da unten drunter durch, ey. Ja. Ja. Mm-hmm.
Ja. Komm her. Komm her, her. Komm her. Steckst du dich oder was? Ja, geht doch. Ja, ja, ganz genau. Honig will ich haben. Ja, ich bin Honig, ja. Tolle Bude, ja. Los, komm. Können wir uns einen Steinpfeil hier verschießen. Los, komm. War es das jetzt schon oder? Nein. War es noch nicht? Die fallen ja mal runter hier, ey. So, scheint ja das eigentlich schon gewesen zu sein. Noch ein bisschen, ey. Noch schön am Looten, ey. Braucht man eigentlich auch nicht. So viele. Also ich persönlich brauche die Painkillers nicht, ey. Ist ja doch genug auf dem Meer. Ja. Idiot. Ja. Hm.
schön. Alle schön kleinen Manschen hier. So, zwei Stück. Ach, da kann ich hier gleich ja alles schön machen. Alles, was angegangen ist, ja. Klein hauen. Neu setzen geht. Ups. Geht viel, viel schneller. Oh. Das war aber mal. Aber wie oft man hier schon gestorben ist bei solchen Aktionen. Können bestimmt auch sehr viele. So, da, ne, schon sagen, ja. Die noch alle schön weghauen hier. Und dann sage ich eigentlich schon, Bruder, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Falls euch es gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich erstmal, ciao.